Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Video hier vom Kanal Klingel LP. Mischen wir mit Star Wars Jedi Survivor. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass der scheinbare Entführer in Wirklichkeit Bo Dakuna ist, unser Kumpel, mit dem wir hier versuchen, diesen Senator auszurauben. Wir sind immer noch auf der Suche nach seinem Schiff, das hier abgestürzt ist, weil wir da drauf so einen MP platziert haben. An der Stelle geht es weiter. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Let's go. Okay, hier doch. Diese Nischen, da hab ich schon. Oh mein Gott! Das ist im ersten Teil mit dem Problem gehabt, dass ich die nie gefunden habe. Darauf habe ich mich gefreut. K4. Oh mein Gott. Geil, jetzt greift er den an. Die Frage ist, warte mal, wie war das so? Alter, der macht richtig einen kleinen Hinflug mit seiner Nade. Ich frage mich, ob er hier mehr doch sterben kann. Hoffentlich nicht, wäre irgendwie dumm. Richtig krass, ey, wie der dann mit mir kämpft. Das werden Sie bereuen. Oh, habe ich den, hätte ich den jetzt nicht hacken können? Naja, gut, nee, ist Boss. Der Typ mochte dich geil, ey. Wirklich nicht. Ich glaube, von dir war er auch nicht gerade ein Fan. Ich sehe keinen Weg nach oben. Sehen wir uns um. Ey, das Ding ist, ich frage mich, ob dann nie. Was gefunden, Kumpel? Okay. Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Bekomme ich schon wieder hin. Na, wie das gute alte Werkzeug. Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk. Ja. Einen Kampfläufer gekapert. Und du hast alleine ein imperiales Gefangenenlager befreit. Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber ich... Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Sind Kopfgeldpuck. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Und die Mutter? Ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Okay. Ja, ich habe gehört, dass es irgendwie so sein wird, dass auch Merin mal als Partner dabei ist. Also, dass wir immer hier so einen Partner dabei haben können. Oh mein Gott. Warte mal, falsch, das hat... Kletterkabel hält. Jedenfalls, damit haben wir jetzt auf jeden Fall das Kletterkabel, geil. Hallo? Wie mache ich das jetzt? Okay, ich muss näher dran. Jedenfalls freue ich mich, ob dann diese Bosse dann auch unterschiedliche Finisher haben. Wir können mit dem Terminal die Plakatwand drehen. War doch nicht so schwer, oder? Und zurück zur Brücke. Hoffentlich ist die Kurve auf. Wenn Gap sich langweilt, hackt sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Zu gut. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Hä? Der Stick Drift! Ganz easy Bravo, eigentlich. Ein Pilot in der Republik. Ex-Militär. Das erklärt einiges. Wie hat deine Zusammenarbeit mit Coop und List begonnen? Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Waren wir hier nicht schon mal? Das ist ja hier. Warte mal, heißt es, wir haben mit einem Alternativweg gerade diese Seilkanone freigeschaltet? Wir hätten einfach verpasst, Kinder. Was? Ja, oder vielleicht hätten wir das auch einfach gleich erst festgestellt.
Visier sieht aus wie ein Seilding. Ah, dann wäre wahrscheinlich wirklich nicht weitergekommen ohne das Seil. Also war es gar kein alternativ Weg. Das Seil ist jetzt so cool. Ich freue mich vor allem auch schon auf diesen Dash. Karl, schön dich zu sehen. Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß? Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Batista! Batista! Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? The fuck? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Okay, nice. So, wo kamen wir jetzt nochmal hier von unten, ne? Was soll ich tun? Das heißt, hier oben. Was haben wir hier? Ist das wieder ein. Oh ja, das ist wieder eine Seilrutsche. Boah, wie weit die geht. Drüben ist ein Meditationspunkt. Oh Mann, der Stickgriff, bitte! Bitte! Bleib stehen! So, danke. Wie geht nach hier? Okay. Also wir haben hier schon eine ziemlich große Map eigentlich. Hier so ist ein bisschen so die Middle Area. Okay. Haltet die Augen offen. Bravo sagt, ihr werdet immer noch gesucht. Okay, okay, okay. Vielleicht solltet ihr beim nächsten Mal auf Syndikat-Tattoos achten, bevor ihr... Hey, Kerl, wie läuft's bei dir? Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Jedi-Kraft. Ich denke, das kriege ich hin. Richtig mächtig. Hey, ey, ich frage mich, wo diese versucht, die Streben zu bewegen, Crew herkommt. Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Bitte. Doch, der schiebt mich die ganze Zeit hoch, ne? Der Stick just. Jedenfalls frage ich mich, wo diese Crew herkommt. In dem Buch zu Jedi. Oh mein. In dem Buch zu Jedi Survivor. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Cool, Liz, ihr seid dran. In dem Buch zu Jedi Survivor, glaube ich, steht nichts mit dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Da geht's ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Jetzt geht gleich wieder das Feuer an. Ich weiß es genau, wenn ich durchgehe. Carida, hab dir den Arsch gerettet. Du schuldest mir ein Schiff. Geht's hier nur weiter? Ne. Fürs Protokoll, ich hab ihn für dich gelockert. Als ob er mir vom Jetpack mitgeben könnte. Nicht übel, Herr. Spring rüber, wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Gabs. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Hä? Hä? Ich komm nicht drauf? Oh, ne. Okay. Hacken? Hallo? Hacken. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Cool, wie er das infiltriert. Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Ja, und jetzt? Nun, mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzüngig?
Das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Der kriegt die Oberschluck. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Ah. Der geheimste Charakter mit Indikator über ihrem Kopf ein Gedankentrick. Ah, du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Entsperre es, dann wirst du belohnt. Ich werde belohnt werden. Ich werde das Terminal entsperren. Okay, wir haben sogar Entscheidungsmöglichkeiten. Ich frage mich, ob wir es verkacken hätten können. Können. Ja, egal, wird was. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Schnappt euch das Essen, wir haben vor, es ist dringend nötig. Okay, bei ihr bin ich mir nicht sicher, stand da irgendwo mal der Name? Ich bin auf jeden Fall schlecht den Namen merken, vielleicht ist sie die eine, die in dem Buch erwähnt wurde. Er wird mich töten! Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Stehen Sturmtruppen vor der Tür. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Fäden in seinem. Du Scheiße. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich da! Ich dachte, es wäre ein Hauptbösewicht im Game. Ach du Scheiße, die lebt! Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben! Scheiße.
Oh, oh. Carl, wir müssen weg! Carl, komm zurück! Carl, wo willst du hin? Komm zurück, Carl! Oh, vor sein Licht. Okay, doch nicht wirklich, wir haben direkt die Rutschbahn. Oh shit, das wird eine interessante Wendung. Oh, warte. Oh mein Gott. Ey, aber ich habe mir das damals schon voll in Order gedacht. Als ob er. Die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Okay. Als ob er sich so sicher ist, dass er, dass die tot war, nur weil er den wieder runtergeschubst hat. Fährt das Ding irgendwie los? Fahrstuhl? Oh. Okay. Okay, Fähigkeitenpunkt haben wir keinen. Alles klar, also wo geht's weiter? Ziel ist da. Was ist das hier oben? Achso, das ist wo wir, das ist wieder der Weg, den wir gegangen sind. Okay, da war die Rutschbahn. Ja, gibt nur den einen Weg. Das ist eine Mordsplattform. Hier hinter geht's auch. Aber hier geht's zum Dings, dann gehen wir erstmal da lang. Das ist interessant, seit wann killen wir das, dass wir hier die Wand so hoch springen? Und was transportieren die hier? Ist das Fleisch? Schau, auf jeden Fall richtig ekelhaft aus. Aktiviere Sicherheitsprotokolle. Oh, scheiße. Plötzliche Bewegung nicht verkackt. Warte mal. Oh, der hat diesmal keinen zweiten Dreiecksangriff. Oh, der ist noch gleich aus dem ersten Teil. Okay. Was ist das denn? Okay. Was war das? Das ist für eine Kiste. Sind das die neuen Stim-Kisten? Stimbehälter. Den können wir gebrauchen. What? Ja gut, eigentlich waren die ja beim letzten Mal die gleichen in Gold, ne? Jetzt haben die dafür halt extra Kisten. Cool. Das ist nice. Okay, dann geht's jetzt weiter. Oh man, das wird auf jeden Fall eine interessante Wendung nehmen. Ich weiß nicht, wenn du YouTuber Star Wars Stories kennst, der hat vermutet, dass Kell am Ende für diesen Teil zur dunklen Seite wechseln wird. Oh, nice, Double Kill. Damit es irgendwie so noch eine Spannung für den dritten Teil so mehr oder weniger gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehr oder weniger notwendig ist. Ich glaube, man kann auch so einen dritten Teil raushauen. Das geht wahrscheinlich wieder nicht, ne? Die grünen Türen können wir nicht öffnen. Los, wir kommen später wieder. Das hier, für dieses Terminal brauchen wir scheinbar einen anderen Anschluss. Ich glaube, das Kompanschluss war es im ersten Teil. Oh, Patch Trooper. Oh, ich bin gespannt, ob das Kampfmuster dann so gleich bleibt. Shit, hä? Mit dem Half-Life gemacht, indem ich einfach nur. Oh mein Gott, das hat sogar adaptive Trigger, habe ich jetzt gesehen. Hä, der kriegt. Nee, das ist die Ausdauer, die weiß, ist die Ausdauerleistung. Hä? Was war jetzt die Ausdauerleiste? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das safe war die grüne, die Lebensleiste und die weiße, die Ausdauerleiste, sonst macht keinen Sinn. Die schaut so ekelhaft aus. Ich konnte die sogar so schieben, oder wie? Ekelhaft. Ist wieder ein Echo? Nee, was ist das denn? Macht es Sens? Oha, die schaut jetzt auch anders aus. Ich finde es irgendwie schon nice, wenn man so leise Angriffe machen könnte. Und drücke Kreis, um Gegner vorübergehend zu verwirren. Was? Ich bin dein Verbündeter. Ich habe mich schon gewundert, wie die neue Machtfähigkeiten einfach anwenden, wenn die Tasten eigentlich schon. Okay, das hat er. Vergessen. Stimmt,
stimmt, wir müssen auch mit diese. Wie war das Dreieck, oder? Ich hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Was hat er gerade gesagt? Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es auf der Seite geht. Verwirrend, halte. Aber das ist doch eigentlich der Freeze gewesen. Der Freeze ist jetzt aber nicht mehr da, weil den haben wir jetzt auf Dreieck. Wir müssen vorsichtig gut sein, Kumpel. Wo ist der gerade auf der Stelle gerannt? Ich hab ihn euch gerne mal umgeschaut. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Okay, hier war gar nichts Neues. Ja, war so cool, das mit diesem Enterhaken. Bin auch schon übel hyped auf diese Kampfart mit dem. Boah, wie cool! Oh, da hinten waren noch welche. Double Kill. Okay. Ha, hier können wir auch wieder dranhalten, wie der. Können wir auch. Oha. Achso, der hat uns eh schon gesehen. So, jetzt probieren wir den. Oh, das ist ja gar nichts bloß. Nein. Hä, von wegen, mit hoher Reichweite. Der macht einen Schritt, das ist richtig. Du, also, what the fuck, die Fähigkeit ist ja so trash. Den kommen wir gar nicht in die Luft an. Nein, 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 Stacktrip, nein! Ich wollte mich wegrollen und nicht zu ihm hin. Oh, da oben ist noch einer mit dem nächsten. Ja, egal, man hätte so richtig smart spielen können, irgendwie mit. Irgendwie, dass man. Keine Ahnung, ganz schlau hier die einen nach dem anderen hinterrücks absticht. Scheiß drauf, einfach durch. Kuni hätte. Oh, ich bin wieder kein. Schade. Okay, also von da kamen wir. Hey, hätten wir auch einfach droh bleiben können und einfach an den vorbei? Na gut, jetzt fallen wir eh runter, ne? Ein bisschen Laser. Ha, dann müssen wir erst noch rausfinden, wie es da durchgeht. So, an der Stelle war es aber schon mit dem Part. In der nächsten Folge wird es dann wohl in den Bossfight gegen die 9. Schwester gehen. Ihr findet für den Part euch gefallen, wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao!